Erstes Gruppenspiel bei dieser Weltmeisterschaft. Jetzt müssen beide zeigen, wo sie wirklich stehen. Gleich zeigen wir sie Ihnen live hier aus dem Lusail Stadium. Willkommen im Lusail Stadium, liebe Zuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zu diesem heutigen Spiel begrüßen. Ich bin auch heute wieder Wolf Fuß und neben mir ist auch heute wieder der Kollege Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Portugal gegen Ecuador. Das sind zwei Mannschaften, die in diesem heutigen WM-Gruppenspiel einiges zeigen wollen. Das Stadion ist voll, Stimmung ist super, es ist angerichtet für ein Fußballfest. Portugal geht mit dieser Aufstellung ins Spiel. Ruben Dias spielt mit Pepe in der Innenverteidigung. Bernardo Silva steht mit Ruben Neves im Mittelfeld. Und sie fangen hier mit drei Stürmern an. Ja, die Richtung ist klar. Sie wollen richtig offensiv spielen. So spielt Ecuador heute. Kurze Einschätzung zu Ihrer taktischen Ausrichtung heute, Buschi. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Ballverlust Portugal. Das muss Freistoß für die Portugiesen geben. Bernardo. Da passt der Torhüter auf. Kurze Variante bei dieser Ecke. Macht er ihn. Blockt den Schuss erstmal ab. Und nochmal Eckball. Ecke kommt kurz. An dem Ball waren sie noch dran. Ecke. Ja, das ist die kurze Variante. Und noch eine Ecke. Die Ecke kommt rein.
Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Bruno Fernandes. Stark dazwischen gegangen. Nicht zum ersten Mal heute. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Aber jetzt bekommen sie dann doch den Freistoß. Er holt sich diesen Ball. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Also Rückstand für die Portugiesen. Jetzt müssen sie kämpfen. Gut geklärt, aber Einwurf. Schönes Dribbling hier. Portugal verliert den Ball. Gonzalo Plata. Angelo Preciado. Gonzalo Plata. Michael Estrada. Gehalten. Macht er gut. Wird das was? Schussversuch. Ball wird abgeblockt. Portugal im Angriff. Aber dann ist der Ball doch weg. Die Szene damit also beendet. Da wäre Platz für den Konter. Ja, aus so einer Konterchance müssen sie einfach mehr machen. Da verlieren sie den Ballbesitz. Da setzt er sich gut ein. Was macht er jetzt? Jetzt der Schuss. Gut gehalten. Macht sich lang. Kurze Ecke. Ah, das könnte es sein. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Er hat den Ball. Wird da was draus? Ja, der Schuss ist. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. So, der Ball war natürlich mehr oder weniger harmlos. Aber die Parade vorher, Buschi, die war richtig, richtig gut. Ja, da hat sich der Torhüter ein Sonderlob verdient. Ganz stark. Das war ein Foul, Freistoß für Portugal. Bruno Fernandes. Otavio. Ball wird hier erstmal geblockt. Der Abschluss nicht platziert genug, das ist dann kein Problem. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Da haben sie jetzt den Ball. Bernardo. Joao Felix mit dem Ball. Da kommt der Pfiff. Das war's also. Die erste Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Von ihm kommt bisher zu wenig, das muss man so sagen. Wirkliche Gefahr strahlt er heute nicht aus. Da haben wir deutlich bessere Auftritte gesehen. Durchgang 1, wir legen los.
WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Joao Felix versucht das Perlopfer. Die Fahne ist oben abseits, aber das war richtig knapp. Oh, da ist er durch. Was für eine Parade. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das Tor hier machen müssen. Aber der Keeper, sensationell. Portugal wechselt. Ball wird kurz gespielt. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Und das gibt erneut Eckball. Hier nochmal eine kurze Wiederholung des Führungstores. Eck in den Strafraum. Gut geklärt. Ruben Dias. Schön abgeblockt. Jetzt können sie den Angriff starten. Das könnte sein. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Toller Versuch, leider kein Tor, aber da hat nicht viel gefehlt. Wenn sie so weitermachen, geht noch was. Das ist ein guter Pass. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ecke kommt. Der Ball ist erstmal rausgespielt. Jetzt können sie vielleicht kontern. Am Ball Joao Felix. Otavio. Gutes Tackling. Ana Valencia. Estupiñán mit dem Ball. Und jetzt wird es Einwurf geben. Und jetzt werden sie wechseln. Super durchgesetzt. Da steht die Abwehr sicher. Zwanzig Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Außen hätten sie jetzt Platz. Grueso. Den Zweikampf führt er sehr gut. Da geht er vorbei. Kein guter Ball. Das war's also erstmal. Neves. Das könnte gefährlich werden. Guter Zweikampf. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Gleich ist hier Schluss, aber sie können den Ausgleich noch packen. Jetzt bekommen sie die Chance. Eine sichere Parade. Wechsel bei den Portugiesen.
kurz ausgeführt. Den Ball holt er, gut verteidigt. Rafael Leão. Gut verteidigt. So, Vorteil nach diesem Foul. Können Sie das für sich nutzen? Michael Estrada. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Da kommt die Tafel. 2 Minuten Nachschlag. Das macht er sicher. Jetzt kommt hier der Wechsel. Das könnte jetzt noch mal die Chance auf den Ausgleich geben. Da können Sie erst mal klären. Schlusspfiff, jetzt passiert hier nichts mehr. Portugal hat dieses Spiel also verloren. Manchmal entscheiden Kleinigkeiten über den Ausgang so eines Spiels. Das war auch heute der Fall. Eine denkbar knappe Niederlage also am Ende. Und das ärgert Sie. Das ist nicht zu übersehen. Hier war mehr drin. Und sie hätten natürlich auch gerne mehr geholt. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Hat natürlich mit dem Führungstor viel gezeigt. Ja, sie leben von solchen Toren, ist einfach stark. Diese Torgefahr, diese Kaltschnäuzigkeit haben wir heute wieder erlebt. Und dann kommt eben auch ein Sieg dabei raus.